Allen nochmal schönen guten. Da sind wir auf der Sei. Gib Gas. Der Felix aus so in Turbot. Sorry. Ja, wir können da aber nicht. Ach, du kannst. Wir müssen. Nee, du musst nicht. Geht auch ohne die Geheimnisse gut. Leute, eins da dumm. Warte, aber wir holen mal ein Intercom, Lohai. Dann gucken wir mal, was wir rauskriegen. Toria, hast ne erfahren, ich hab hier ein Volk da mit. Oder die Tja. Ihr habt recht. Wenn wir Felix zurückbringen wollen, sollten wir hier nicht herumstehen und reden. Es kann wohl haben wegen mindigen Uge. Wir denken, dass die Kapsel von einem automatischen Landesystem von den Werften in Coronet City erfasst wurde. Sie ist also wahrscheinlich noch da draußen. Irgendwo. Auf nach Corellia. Hui! Zur Suche und zum Krieg. Ja. Suche, ja, Krieg muss jetzt hin. Wann ich ehrlich bin, sind des Krieges bestimmt. Wann ich ehrlich bin. Also. Noch machen, hei. Oh, what the fuck. Ich gucke in alles, was ich vielleicht irgendwie hier ran in dran setzen. Whatever. Das ist voll. Das ist ja tatsächlich, das ist voll. Reist nach Corellia. Genau, und ein Lohn. Ich muss tatsächlich dran gehen. Direkt nehmen wir drin. Reise, Reise. Nutzt das Intercom auf, dann im Schicht geht automatisch. Getriggert wahrscheinlich. Warum ist jetzt die Tür gewährt? Ich hätte nie gedacht, dass die Imperialen es so weit schaffen. Nicht bis zu den Kernwelten. Nicht Corellia. Ja. Meister Zeus berichte über die Lage auf Corellia sind düster. Verrat, imperiale Invasion, ein Widerstand unter Beschuss. Das habe ich alles schon in meiner Heimat erlebt. Ja. Sagt ihr Vertreter? Verräter? Hat uns jemand auf Corellia verraten? Offenbar hat das Imperium Corellias hinterhältiger Regierung ein Angebot unterbreitet. Aber es gibt gute Nachrichten. Meister Zio hat die Arbeit an den Wächterhorten beendet, ehe die Invasion begann. So nächst du zu. Meister Horden, Zio plant im Voraus. Ich hätte ahnen sollen, dass Meister Zio Vorkehrungen getroffen hat. Die Wächterhorte sind Gebäude in ganz Coronet City, der Hauptstadt von Corellia. Fabriken, Bunker, Munitionslager, alles was man braucht, um eine Stadt zu erobern. Meister Zio hat jedes dieser Gebäude mit besonderen Verteidigungen befestigt und ihnen den Decknamen Wächterhort gegeben. Die Wächterhorte dienen uns als uneinnehmbare Festungen, von denen aus wir Coronet City zurückerobern können, selbst wenn es in die Hände des Imperiums fällt. Stricken einfach nur mal ein ganz dumm Fantasie. Stell das wofür, dass eh vom Imperialen wo dann du rock könnt, wann sind uneinnehmbar sind. Hä? Derart wichtige Positionen sollten um jeden Preis verteidigt werden. Mhm. Die Befestigungen der Wächterhorte sind ziemlich uneinnehmbar und drinnen ist jeweils ein republikanischer Elitetrupp stationiert. Durch die Verteidigung der Wächterhorte ist die Republik ein wenig unterbesetzt. Und hier kommen unsere Armeen ins Spiel. Ich mach dem mal sehen. Ja, ja, Boto. Ja, nimmst du dieser Hesi, sie, die du möchtest. Juna war, Kanner vom Imperator, wo er schon in der Wandere die ganze Zeit, ein Botschafter, in der anderen, all lauter irgendwelche Gufferten. Dieser Szenario nicht schon kommen. Ich will schließlich mal sowieso tun. Die Werften von Coronet City sind riesig. Ich kann eine Rettungskapsel nicht ohne Hilfe finden. Yuna Liska Chananga. Wiederhole, hier spricht Captain Dryson. Ich rufe alle Verteidiger in der Nähe der Coronet-Werften. Die Imperialen haben Zone 12. Ja, vielleicht können wir gemeinsam helfen.
Wir könnten die Werften durchsuchen, während wir sie verteidigen. Sag Captain Dryzen, wir sind unterwegs. Hotza Koe Tugi. Thais-Druiden, Eshkar, Kommandos. Wir bringen alle an die Oberfläche. Jetzt finden wir heraus, ob sie ausreichen, um die Republik zu retten. Ja. Der letzte Kampf, die geht zur... Tricky. Du, Gimming Hilfe, ich geht denn gefordert, da kann ich so. Ja. Wir beginnen erst einmal grob auf dem Planet. Wir beginnen erst einmal grob auf dem Planet. Geil. Genau. Ich meine, die Story ist ja aber schon, schon viel raus. Sie wäscht auch dann an. Wir müssten dann dementsprechend. Ich will nicht zu viel verhören. Oder vielleicht schon gleich verhören. Bis im Juni. Ja. Immer pessimiert. Konnte mit Inanna machen. Hat keine Zeit für Nana. Hat sich schlafen. Geh mal um nach den Trottel. Den Trottel, du siehst schon. Das nervt mich. Ja, wir können die Daten aber doch nicht einfach so ziellos sein. Wir müssen die aber holen. Das ist wichtig für uns. Ganz wichtig. Ja. Ich bin ja komplett flott mobilisiert. Du ringst mit Urahlen Gefangenen, mit Druiden, mit einer neuen Rasse, wo ich Frieden hätte. Ja. Geht aber anscheinend nicht durch. Wir sind groß, aber auch nicht so groß, wir sind klein, aber auch nicht so klein. Da ringst du eigentlich den perfekten Mittelmaß für irgendwie können gut zu agieren. Weiß nicht, dass ich das hier vorstellen. Weiß ich nicht. Hm. Da ist der Mikro. Hm. Noch schon geschaut, dazu jetzt, oder respektiv. Um meine Brust. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, ich bin schneller, du Brust hoch. Du hast ein bisschen hoch geschaut. Hat. Mein Kopf gedreht tun. Hui! Oh ja. Wir kriegen das heute fertig. Wir kriegen das heute fertig. Ja, die Questen du. Die Zeit ist schon gegangen, zu überlegen, ob ich sie machen soll. Und das nicht so lange hier, dass man mit den Imperialen neu war. Das ist hier. Tatsächlich noch mit dem Inquisitor hier. Schon aufgesehen. Gehen wir mal ran, gucken, was denn Goofy euch so zu tun hat. Vielleicht das auch noch ein bisschen. Interessantes. Sehen uns aus, als ob Scheuraum ist. Wieso am sicheren Ort oder wen? Ah ne, heißt noch kein sicheren Ort. Noch mehr Abenteuer. Oh ne, nicht noch mehr. Komm, Captain. Captain Dryzen? Ich glaube, meine Verbündeten haben sich bereits mit euch in Verbindung gesetzt. Ich brauche eure Hilfe, um eine Rettungskapsel zu finden. Was? Das habe ich für einen Scherz gehalten. Quill, nee. Seht her, sie haben uns wirklich einen Jedi-Meister geschickt. What say, Quixel? Das ist Quill. Sie und die anderen Silonianer unterstützen uns im Kampf gegen die Imperialen. Mhm.
Eure Rettungskapsel befindet sich in einer heiß umkämpften Zone. Das ist scheißegal. Das Leitsystem der Werft hat die Kapsel hergeführt. Gibt es keine Aufzeichnungen? Nein, die Steuerung wurde beschädigt. Die Kapsel könnte überall sein und eine Suche ist ausgeschlossen. Es patrouillieren imperiale Droiden. Wenn wir uns zurückziehen, verfolgen sie uns bis zur Basis und töten uns alle. Wir sitzen fest. Ja. Eure Kapsel ist zwar wichtig, aber ich kann keine Leute da rausschicken. Ja. Nicht solange die Droiden sie verfolgen. Ja. Je nachdem, wie viele es sind, könnte ich mich vielleicht um sie kümmern. Ja. Es werden mit jedem Truppentransporter mehr geliefert. Ja. Ihnen meine Axt. Eure Späher wären vielleicht immer noch in Gefahr. Awesome. In Ordnung. Ihr beseitigt die Droiden und wir finden die Kapsel. Bis ihr zurückkehrt, sollten wir eine Spur haben. Die wird schon als Ross spielen, die dort. Die muss schon als Ross spielen, sorry. What the fuck? Also. Na, ich gebe es runter. Zwei Rattern. Ich habe darum gewirscht. Das war dann definitiv Tschiskowski.